Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Tutorial Redstone von eurem Gastgeber Play Minecraft Go. So, ich möchte euch heute einfach mal die Basics zeigen, die man so für Redstone haben sollte. Mit anderen Worten, die Gates. Wir haben hier als erstes ein Input-Output-Gate. Das heißt, wir haben hier einen Schalter, der an einem Block befestigt ist, wo hinter eine Redstone-Leitung verlegt ist. So, jetzt legen wir den mal um. Und wir sehen, Redstone kriegt ein Signal. Ja, gut. Dann halt eben, wenn wir wieder zurück machen, ist es wieder aus und so weiter. So, dann haben wir das Node-Gate. Das heißt, das ist im Grunde dasselbe wie unser Input-Output-Gate, nur mit dem Unterschied, dass wir in diesem Fall das Signal umkehren. Das heißt, wenn er an ist, dann gibt es ein Signal. Und wenn er aus ist, gibt es halt eben kein Signal. Ganz einfach. Weil wir im Grunde damit dann die Fackel ausschalten. Anschalten. Ne? Ich glaube, da habe ich irgendwas falsch aufgebaut. Sekunde. Ich glaube... Nee, das war schon so richtig. Okay. Mein Fehler. Sorry. So, alles richtig so. So, genau. Ja, so war es richtig, genau. Wenn er an ist, dann gibt das Ding ein Signal. Wenn er aus ist, gibt er kein Signal. Was ja eigentlich beim Input-Output-Gate anders sein sollte. Ne? Aus, an, Signal da, aus, nicht da. So, dann haben wir halt eben das AND-Gate. Das heißt, wir haben hier ein kleines Gate, was halt eben diesen Piston bewegen wird. Und zwar, wenn wir einen Schalter umlegen, passiert gar nichts. Können wir wieder zurücklegen, ja. Passiert gar nichts. Aber wenn wir beide Schalter umlegen, dann haben wir hier den Piston bewegt. Machen wir auch wieder nur einen zurück, geht auch der Piston wieder in seinen Normalzustand zurück. Dann haben wir das OR-Gate. Das heißt, wir haben hier zwei Schalter, die an einem Block befestigt sind, beziehungsweise die in einen Stromkreis geschlossen sind, was wir später noch bekommen werden, sag ich mal. Wenn wir diesen Schalter umlegen, dann haben wir es rausgefahren. Wir können aber auch diesen Schalter umlegen und dann passiert nichts. Haha. So, wie gesagt, wir können diesen Schalter umlegen und es wird ein- und ausgefahren. Wir können aber auch diesen Schalter umlegen und es wird ein- und ausgefahren. Allerdings, solange der eine an ist und man den anderen betätigt, passiert gar nichts. Denn dann würden die sich überbrücken und das funktioniert nicht. So, dann haben wir hier das NOR-Gate. Das ist im Grunde das Gegenteil davon. Einziger Unterschied ist, dass hier eine Fackel ist und dass wir im Grunde die Schalter nur umgekehrt haben. Das heißt, ich denke, das ist angeschaltet. Heißt, ja, Pisten aus. Ausgeschaltet, Pisten an. Genau, dasselbe auch auf der Seite. Und wenn ich mich nicht irre, war das auch nicht überbrückbar. Nein, genau. So, dann kommen wir zum nächsten, das XOR-Gate. Dieses hat den Effekt, dass wir diesen hier bewegen können und die Piston geht aus. Und dieses Mal haben wir eine Überbrückung drin, das heißt, wenn wir den hier benutzen, können wir es auch wieder einfahren. Wir müssen dementsprechend nicht auf, nicht beide Schalter gleich machen. So, seht ihr, hier, das kann man bewegen, das. Wir können es auch so und dann damit einfahren, dann beide Schalter unten lassen. Oder halt eben so und bla bla. Okay. Das war eben das XOR-Gate. Dann kommen wir zum Rapid-Pulser, der halt eben ein dauerhaftes Redstone-Signal gibt, was allerdings ja, so den einen oder anderen Server überlasten könnte. Ich mache dementsprechend jetzt auch nur kurz hier Redstone ran. Dann. So, okay. Hat man gesehen, es wird halt eben immer wieder weiter ein Signal gegeben, bis die Verbindung getrennt wird. So, dann haben wir hier den Rapid-Pulser, neue Variante, beziehungsweise auch die Clock genannt. Und da haben wir ein, ich sag mal, regelmäßigeres Signal, was wir auch hier an dem Repeat dann auch einstellen können. So, dann haben wir hier nochmal das NAND-Gate, was ja im Grunde auch einfach nur die, ich sag mal, negative Variante des AND-Gates ist. Wenn hier beide Hebel ausgeschaltet sind, ist der Piston aus, sind zumindest einer eingeschaltet, fährt er sich aus. So, dann haben wir auch nochmal dasselbe vom XOR-Gate. Das XNOR-Gate. Ich glaube, das spricht man so aus. Okay, auf jeden Fall haben wir hier, wenn beide Hebel an sind, haben wir da hinten die Pisten ausgefahren. Machen wir einen aus, ist die Pisten eingefahren. Machen wir den zweiten aus, ist die Pisten wieder ausgefahren. Also im Normalzustand, sage ich mal, wenn beide Hebel an bis wir aus sind, ist die Pisten immer ausgefahren, wird einer davon verändert, fährt sie sich ein. Okay, das war's dann zu meinen Redstone Basics mit den Gates.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es stört euch nicht, dass es jetzt gerade dunkel wird. Dementsprechend verabschiede ich mich dann auch mal von euch. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch sehr gut gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Würde mich freuen. Und immer schön dabei bleiben, denn demnächst werden wir auch noch Zähler und so weiter einbauen, erklären und so weiter. Bis dann, mit vielen Grüßen, euer Play Minecraft Go. Ciao. Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde, zu einem Let's Show von mir, Play Minecraft Go. Und zwar auf unserem Server Pro Gamers Blockcraft. So, und zwar sind wir bei unserem ersten Großprojekt, dem wir noch keinen Namen vergeben haben. Das heißt, meine Wenigkeit Play Minecraft Go sowie André Dalacoste. Außerdem File-Seed, der gerade nicht da ist. Dementsprechend wird mich hier Andreas begleiten. Okay, hallo. So, ich würde sagen, wir sind halt eben hier am Start auf unserer kleinen Insel, beziehungsweise auf unserem kleinen See, den wir selber angelegt hatten. Ich zeige euch erstmal vielleicht mal kurz die Aussicht. In die eine Richtung haben wir eine wirklich schöne Aussicht auf eine Schneegegend, haben wir uns dementsprechend einen ganz schicken Ort ausgesucht. Denn wenn wir auf die andere Seite rüber watscheln, einen Augenblick, Leute. So. Dann, wie könnte es anders sein? Das direkte Gegenteil haben wir eine Sand- sowie eine Steinwüste bzw. bergiges Gelände. So, aber so viel zur Umgebung. Wir gehen jetzt erstmal rein und zeigen euch das gute Stück von innen. So, also im Grunde hat es sich auf ein paar wesentliche Räume im ersten Geschoss beschränkt erstmal. Dazu wird jetzt oben links oder oben rechts kurz die Skizze dazu eingeblendet. Und dann gehen wir jetzt durch mal durch die Räume. Zuerst haben wir hier links in der ersten Tür unseren Miniatur-Indoor-Garten, der meiner Meinung nach ganz gut hier von den beiden gemacht wurde. Da habe ich jetzt hier nichts mit zu tun gehabt. Gut, soweit, so gut. Gehen wir wieder raus. Dann haben wir hier noch das Frauenbad, beziehungsweise den Frowing Whirlpool, Querschnitt Swimmingpool, wie man es nennen mag, hier mit einer schönen Dusche. Und wer faul ist, kann halt eben dann hier wieder hoch hopseln. So, ich würde sagen, gehen wir wieder raus. Und dann haben wir hier rechts daneben noch das Männerbad, wo ich noch die Fackeln vergessen habe. Egal, ihr seht das auch so. Da haben wir nämlich unten schön Lava. Ja, das gechillt. Auch hier unsere Dusche. So, und dann gehen wir auch wieder raus. So. Gut, dann kommen wir hier in unseren ersten Gang. Und hier rechts kommen wir dann in die Küche. Dazu sagst du am besten was, Andreas, denn das ist dein Werk gewesen. Ja, also, ja, hier habe ich einfach mal eine normale Küche gemacht. Ja, viel zu sagen gibt es ja nichts. Mit einem Ofen, ein paar Sachen, ja. Klein und gemütlich, sage ich dann nur. Jo, genau, würde ich auch so sagen. Gehen wir weiter. So, und zwar hier haben wir dann unseren Lagerraum für die Lebensmittel, die wir da noch reintun werden. Kurze Frage, weshalb der Steinboden? Das war ja auch deine Idee. Ja, ich weiß nicht genau, aber hat mich einfach so inspiriert und ich habe gedacht, so wie ein Kühllager hat er auch immer so einen Boden und ja, habe ich mal so gemacht. Stimmt, okay, gehen wir weiter. So, in den nächsten von dir gebauten Raum, und zwar in das Wohnzimmer, Entschuldigung. So, also soweit ich weiß, habe ich hier den Fernseher hingesetzt, der nicht sonderlich schön aussieht, aber egal, er erfüllt seinen Zweck. Und ja, genau. Wir haben uns auch dafür entschieden, dass wir den Boden, ich sag mal, dreifarbig gemacht haben. Zum einen fanden wir es ganz schick und zum anderen würde ich mal sagen, kann man so die besseren Bereiche definieren, denn wir haben ja zum einen hier unseren Essbereich und zum anderen unseren, ja, Fernseh-Guck-Chill-Bereich, wie man es nennen Genau. mag. Ja. Okay, dann gehen wir hier noch weiter. Und ich sag mal, das ist so ziemlich das Herzstück des Ganzen. Erstmal hier für den Fall, dass hier draußen Monster spawnen sollten, weil nicht genug Licht war, haben wir immer noch hier unsere Barriere. So, okay, jetzt gehen wir erstmal raus auf unsere kleine Terrasse, die oben übrigens auch noch fortgesetzt wird, nur halt eben höher. Und dann haben wir hier unten nach unten einen sehr schönen Ausblick auf einen kleinen Fluss und können hier auch nochmal die Aussicht ins Gelände genießen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal kurz hier die Treppe hoch. Und das wäre dann hier oben die zweite Etage, die dann auch hier noch ein...